Wow, ich hab das Pausebild nicht eingeblendet. Mann, bin ich ein Held. Naja, soll vorkommen. Hier rein wollt mal. Sie ist in meinen Armen gestorben. Ihr hättet sehen sollen, was dieser Abschaum ihr angetan hat. Es tut mir leid, Seilu. Wir teilen euren Verlust. Für jeden von uns, den die Fleischräuber abschlachten, sollten wir 10 von ihnen töten. Nein, 100! Wird das eure Geliebte wieder lebendig machen? Belehrt mich nicht, Jedi. Meine Frau ist tot. Unsere Leute abgeschlachtet. Und wo wart ihr? Da, wo du nicht warst. Ich muss mal ganz kurz Mikro muten, ne? So. Euer Verlust tut mir leid. Ich habe eure Waffen geholt. Ich habe alle Waffen der Fleischräuber mitgenommen, damit ihr euch verteidigen könnt. Endlich versteht jemand unsere Lage. Gebt mir die Waffen. Wir werden die Fleischräuber jagen und Vergeltung üben. Hier. Eure Anführerin sollte entscheiden, wie diese Waffen genutzt werden, nicht ihr. Geht und trauert um eure Frau, Seilu. Ich werde eine Miliz organisieren, um unser Dorf zu beschützen. Er will noch immer Rache, aber wenigstens ist er nicht bewaffnet. Die Leute fragen sich, warum es den Jedi verboten ist, zu heiraten und eine Familie zu haben. Sie sehen nicht, dass derartige Verbindungen immer zu Leid führen. Leidenschaft kann eine Person zerbrechen. Und Jedi, die von Leidenschaft zerfressen werden, werden zu etwas Schrecklichem. Ich habe diesen Druiden gefunden, Meister. T7 wurde von den Fleischräubern gefangen genommen. Ihr werdet seine Holo-Aufzeichnung sehen wollen. Sprich mit Rana, solange ich mich mit dem Druiden befasse. Ich denke, dank dir sind ihre Leute bereit, uns zu helfen. Okay, mit der soll ich sprechen. Mit den Waffen und der Technologie, die ihr von den Fleischräubern erbeutet habt, kann mein Volk sich verteidigen. Ihr habt euer Leben riskiert, um uns zu helfen. Mein Volk hatte schon lange keinen Streiter mehr. Oh. Euer Streiter kommt gerne zurück, wenn ihr ihn braucht. Oh, ich sollte euch die Informationen geben, die ihr wolltet. Morind, Bericht. Die Späher berichten, dass die Truppen der Fleischräuber immer stärker werden. Sie haben bereits die umliegenden Berge unter ihrer Kontrolle. Und jetzt greifen sie die Ruinen von Kalett an. Meine Leute haben sie bei den Überresten eines alten Schreins gesehen. Ganz in der Nähe eures Jedi-Tempels. Kalett war einst eine große Stadt voller Machtanwender. In den Ruinen liegen Kräfte, die wir noch immer nicht verstehen. Die Fleischräuber suchen dort irgendetwas. Wir können nicht zulassen, dass sie es finden. Du musst die Fleischräuber sofort zurückschlagen. Ich muss diesen Droiden zum Rat zurückbringen. Der verhüllte Mann auf dem Holo. Ich kenne seine Stimme. Die Situation ist schlimmer, als ich dachte. Tu, was du kannst, um die Fleischräuber aus Kalett zu vertreiben. Ich schicke dir so schnell es geht Verstärkung. Hier eins. Ich halte die Stellung, bis Verstärkung eintrifft, Meister. Wenn du den verhüllten Mann von der Holo siehst, greif ihn nicht an. Und jetzt geh. Ich muss mal ganz kurz raustappen. Genau das. Level 9. Jo. Auswechseln. So. Wie viel Money habe ich? Reicht noch nicht ganz. Dann. Weiter geht's. Ich soll dorthin. Wie komme ich dahin? Komme ich mit dem Gleiter da eventuell hin?
Erstmal die zwei, drei Sachen verkaufen, die ich wieder habe. Warten Sie die Untersuchung und Produktvorschläge ab. So. Sie sind einsatzbereit. Kehren Sie auf Ihren Posten zurück. Das war dort. Das heißt, ich müsste dahin zu der Quest und dann. Nein, hört doch mal auf damit. Ich grüße Sie. Ihnen stehen folgende Routen zur Verfügung. Dahin. Passen Sie auf sich auf. Bitte wendet euch nochmal an. Wir müssen selber gegen die Fleischräuber kämpfen. Eine Miliz gründen. Eine andere Angriffsstrategie probieren. Was? Irgendwas. Als wir es das letzte Mal versucht haben, wurden Leute gefressen. Gefressen. Welche Wahl haben wir denn? Was war das denn? Was war das denn gerade? Hier gibt's nix. Okay. Ich soll hier lang und dann da, okay. Oh ne, ich muss ja gegen die Druiden kämpfen. Oh, hey, jetzt bin ich Stufe 9. Jetzt müssten die ein leichtes sein. Ja. Oh, Hallöchen. Nee, nicht da hoch, dahin. Zwei noch. Da kommen sie. So, die Hammer. Geradeaus. Dahin. Jedi! Mhm. Hast du mich eben Jedi genannt? Hey! Ja, oder was? Jedi töten! Das glaube ich nicht. Das glaub ich nicht. Ja, ich hau den um und dann kommt die an! Meister Orges hat uns hergeschickt. Wir sind so schnell gekommen, wie wir konnten. Ich hab's gesehen. Einer der Fleischräuber, gegen die ich eben kämpfte, nannte mich Jedi. Er konnte die Macht nutzen.
Das ist besorgniserregend. Wenn die Fleischräuber die Wege der Macht lernen, dann sicher nicht die helle Seite. Ihr habt wirklich kurzen Prozess mit diesem Haufen gemacht. Lasst ihr jemals Überlebende zurück? Ich mag die. Wann habt ihr das letzte Mal gegen jemanden gekämpft, der euch töten wollte? Abgesehen von meiner Meisterin? Vor ein paar Monaten. Das hier ist kein Spaß, Padawane. Diese Fleischräuber hatten ein Holocron dabei. Ein Reservoir an Wissen, erschaffen durch einen Machtanwender. Wie es aussieht, ist es tausende Jahre alt. Meister Orgis hatte recht. Diese Eingeborenen sind fortschrittlicher, als wir dachten. Sie lernen, wie man uns bekämpfen kann. Meister Orgis denkt, er weiß, wer dahinter steckt. Das dachte ich mir schon. Aber er hatte keine Zeit, es zu erklären, bevor er uns hergeschickt hat. Ich wünschte, wir könnten bleiben und das hier zu Ende bringen. Aber Meisterin Satil hat uns auf eine Spezialmission auf Coruscant beordert. All diese schlechten Ahnungen, die der Rat hatte? Sie denkt, dass die Quelle auf der Hauptwelt der Republik liegt. Es tut mir leid, euch zurückzulassen. Aber die Gefahr ist vorüber. Diese Überwachungsmonitore werden Khaled im Auge behalten. Platziert sie um die Ruinen herum. Der Tempel kann dann zukünftige Angriffe durch unsere Feinde überwachen. Vielleicht haben wir Glück und finden ihren Anführer. Möge die Macht mit euch sein, Padawan. Immer. Odin steht hinter mir. Jetzt. Ja, raus. Ah, nö, ich muss kämpfen. Oh, noch einer. Flummi, boing. Oh Mann. So, ich muss jetzt vier so eine Dinger anbringen. Was? Okay. Besiegt. So, eins. Scheint Kopfgeldjäger zu sein. Hier drinnen irgendwo muss noch eins hin. Ah, hier oben. Dahin. Und irgendwo da hinten. Wow.
Nix zum Looten. Oh, Lootkiste. Aber wo? Gehen wir hier hoch. So, gibt's hier hinten noch was? Nö. So, was haben wir hier? Ich bin hier, Meister. Was ist los? Ich bin auf dem Weg zurück in die Twi'lek-Siedlung. Triff mich dort, sobald du kannst. Ich bin schon unterwegs. Wir treffen uns bei der Matriarchin. Orgus Ende. Okay, Ich will jetzt aber erstmal noch das andere hier machen. Wo ich dazu hier hoch muss. Hier muss ich ja auch noch was machen. Was ist denn das? Nö, das lassen wir mal an. Das lassen wir mal an. Jetzt zu schaffen. Nice. Kämpf doch mal! Nein. Nee, das ist definitiv immer noch nichts für mich. Tut mir leid, aber nee. Wenn da jetzt noch so eine Riesendroiden kommen. Nee, nee, nee. Das muss nicht sein. Hab ich was zu verkaufen? Was.
ein bisschen was. Ja. Auf jeden Fall später machen. Jetzt nur zum Gleiter zurück. Kann ja mal gucken. Der ist offline. Schade, ich kann nicht sehen, welches Level der ist. Schade, schade, Schokolade. Nee, ich hab was zum Verkaufen. Pandemann. So. Ja, Picard, Chico. Erinnerung: mechanisierte Reisen sind nur für offizielle Geschäftsangelegenheiten vorgesehen. So, da hoch muss ich. Oh Gott, tut mir leid. Meisterin Kiwix hat mir berichtet, was du in Kalett gefunden hast. Einen Fleischräuber, der die Macht einsetzt. Sie ist im Glauben, er hätte von einem alten Holocron gelernt. Ich wünschte, das wäre so. Der Mann, der dich bei deiner Ankunft angegriffen hat, sein Lichtschwert schien mir vertraut. Und die Holo-Aufzeichnung des Druiden bestätigte meinen Verdacht. Die Gestalt mit der Kapuze in der Aufzeichnung ist Bengel Moor. Er war mein Padawan, aber er hat seine Ausbildung nie abgeschlossen. Bengel war im Jedi-Tempel auf Coruscant, als die Sith ihn zerstörten. Er hat lange damit gewartet, sich zu offenbaren. Ich verstehe immer noch nicht, wieso er einfach verschwand. Das ergibt keinen Sinn. Die Macht war stark in Bengel. Und er besaß das sanfteste Wesen, das ich kannte. Er hat sich gegen die Jedi gewandt. Er muss aufgehalten werden. Entschuldigt, dass ihr warten musstet. Die Matriarchin unseres Volks, meine Mutter, liegt im Sterben. Ihr solltet an ihrer Seite sein. Ihr seid gütig, aber meine Mutter will, dass ich hier bin. Meine Späher haben eine Kommandobasis der Fleischräuber in den Bergen ausfindig gemacht. Sie wird von einem Energieschild geschützt. Der Energiegenerator des Schilds ist auf einem anderen Berg versteckt, in einem stark bewachten Hüllennetzwerk. Von der Kommandobasis aus werden vermutlich alle Angriffe in der Region koordiniert. Ich muss dort hinein. Bist du bereit, den Energiegenerator auszuschalten? Nö. Ihr werdet Verstärkung brauchen. Können wir nicht jemand anderen schicken, der sich um den Energiegenerator kümmert?
Du hast bewiesen, dass du mit den Fleischräubern klarkommst. Wir brauchen dich dort. Versuch, dem Droiden den Weg frei zu machen, damit er mehr Informationen sammeln kann. Der Energieschild hat oberste Priorität. Schalte ihn aus, so schnell du kannst. Dann werden wir das wohl machen müssen. So. Aber als erstes. So. Nee, das wird ja eh verkauft. So. Was ist das? Wo ist das? Hier drinne. Nee, dort. Aber hier drin ist auch was. Jedi, ihr seid gekommen. Ich hatte schon Sorge. Ich dachte, ihr würdet es nicht schaffen. Ihr müsst euch beeilen. Ihr müsst meinen Sohn finden, bevor ihm etwas zustößt. Man sollte seine Gefühle immer unter Kontrolle haben. Die Fleischräuber haben ihn schon seit einer Woche. Sie kamen bei Anbruch der Dämmerung. Einer von ihnen war mit Blut und Narben übersät. Er hat meinen Sohn verschleppt. Hört zu. Unsere Späher haben Vio, meinen Sohn, auf dem Tythos-Guard gesehen. Dort haben die Räuber ihr Lager. Sie sagen, er ist verletzt. Er blutet und humpelt, aber er lebt. Er wartet darauf, gerettet zu werden. Ich bin ein Jedi. Dafür sind wir da. Wenn er ihn auf dem Tythos-Guard nicht findet, sucht nach einem Zeichen. Etwas, das er als Spur zurückgelassen haben könnte. Er hatte einen Ranzen bei sich. Vielleicht hat er den liegen lassen. Die Fleischräuber werden versuchen, euch aufzuhalten. Aber ich habe gesehen, wie gut Jedi kämpfen. Helft mir, Jedi. Helft meinem Sohn. Portua Faragayam, Jemuda Purkapao Mar Bauro. Pauiror, Maglaresesim. Purmatuto Gisafin Grudos im Yasupa. Ek Farkaxara, Furfastu. Granyam Lamitrasen. Have Viko Omlibi Arinu. Es ist unsere Pflicht, die Schwachen zu beschützen. Und ich denke, diese Pilger zählen sicher dazu. Eo Morgan Jori Nadelka. If by our Semarsufni or Wazi, Gbia for Homupina. Pegarus plot as Vista Bokarpina, Nuimarstro de Berkur Burkuni. Evanorexi Vavitu, Semar Pirmor Hugh Hux Unar? Ich werde es tun. Die Statuen der Schlüssel sind, um die Fleischräuber zu verstehen. Werde ich sie sofort untersuchen. Ojamin, Gefur. Verkwoli drafa ut potamina. Menufitan fine milma muriel matumitein. Ek farkaxara furfastu. Granja miemi vravni hev viku omlibi arinu. Gab's noch irgendwo was, wenn ich jetzt schon mal hier bin? Anscheinend nicht. Okay. Da ich eh in die Richtung muss, passt das ja. Ah, oh, ich brenne! Hilfe! Okay. Ah.
lieber nicht so eine Statuette. Oh, die sind da oben. Okay. Ich muss jetzt, glaube ich, tatsächlich hier lang. Nee. Hey, wo muss ich denn hin? Hey, schon wieder in die Höhle da rein? Nee. Hier oben muss ich lang. Da oben muss ich lang. Hä? Okay, ich habe den Weg gefunden, wo ich lang muss. Da bin ich schon längst vorbeigerannt. Ey, Druidi, was hast denn du gerade gemacht? Und wo bist du hin? Ja, hier muss ich lang. Und dann gibt es nicht mal Baba-mäßigen Loot, sondern nur so ein Billo-Quark. Was ist das da hinten? Republikanischer Sanitätsdruide, okay. Aber sonst gibt's da nichts. Okay. Wo gehen wir jetzt lang? Wir gucken mal hier oben. Hier gibt es einfach gar nichts. Ich weiß nicht, ob man hier oben langrennen soll.
So, so, so. Oh! Ganz kurz hier ein bisschen reggen. So, ich muss als erstes dahin. Da gibt es irgendwo eine Statuette. Kann ich da? Ja. Da ist er. Ansonsten gibt's hier nichts mehr. Tatsächlich jetzt da lang, um hochzukommen. Wow. Oh ne, hier unten ist falsch. Hier unten bin ich falsch. Ich bin Stufe 10. Wenn ich in die Richtung gucke, komme ich dahin. Ich muss aber erstmal dahin. Andere wäre das so eine Lootkiste. Thank you.
sind die? Ach, hier oben. Alter, du gehst mir auf den Sack. Du gehst mir gehörig auf den Senkel. Ey, hab ich nicht. Ich hab doch... Muss ich jetzt nur drei machen oder vier? Materialien sei Dank. Psst! Jedi reden! Jedi Frieden! Er will mit euch reden. Er ist zu schwach, um zu kämpfen. Jedi! Jedi Frieden! Er brauchte jemanden, der ihm hilft, zu kommunizieren. Deshalb hat er mich mitgenommen. Und deshalb lässt er auch dieses Treffen zu. Ich habe versucht, ihm Basic beizubringen. Er hat dich also als Dolmetscher mitgenommen? Ja, aber es ist schwierig. Ich bin nicht sicher, wie viel er versteht. Ich... Kopfding reden! Kopfding reden! Lernen Energie! Ich versuch's ja. Bitte, ich versuche es wirklich. Er glaubt, dass er mächtig ist. Er denkt, er kann die Macht anwenden und er will, dass die Jedi ihn ausbilden. Sag ihm, darüber reden wir, wenn du in Sicherheit bist. Energie reden! Felsenbau reden! Bitte hör zu. Er ist jetzt ruhig. Wenn wir reden, bleibt er ruhig. Die anderen Fleischräuber dienen ihm, weil sie vor seinem Fluch Angst haben. Aber die Macht ist überwältigend für ihn. Er muss von den Jedi lernen, wie er diese Energie beherrschen kann. Er ist schwach. Hier. Versteht er überhaupt, was er da verlangt? Was die Jedi-Ausbildung ist? Ich bin nicht sicher. Ich glaube, er hält die Jedi für Jäger. Nehmen Energie! Jagdenergie! Gehen Felsenbau! Kopfdingfleisch! Ihr lässt mich erst gehen, wenn ihr ihm helft, in den Jedi-Tempel zu kommen. Das könnt ihr doch, oder? Ihr könnt doch die Jedi-Meister dazu bringen, dass sie ihn ausbilden. Ich gehe zum Tempel und sehe, was sich machen lässt. Psst! Felsenbau-Energie! Gehen Felsenbau! Gehen Baumbau! Wir treffen euch im... vor dem Bau der Fleischräuber. Wir lagern am Weg und halten nach euch Ausschau. Aber seid vorsichtig. Ich möchte wirklich bald nach Hause. Ich könnte den noch niederstrecken. Wo muss ich denn jetzt hin? Also, die Ruinen von Kalek. Da gehe ich noch nicht hin. Jedi-Tempel und dort. Also gehen wir erst dahin, dann zum Jedi-Tempel und dann gehen wir wieder dahin. Wow. Nicht lang, da lang. Oh, was ist das denn für ein Viech? Holy shit. Lauf ich richtig? Nee. So.
Hallo, ich bin aus dem Kampf raus. Der hier war das. Ich habe die Statuen der Fleischräuber studiert. Hier sind meine Notizen. Auror, Maglar SSM. Purmatoto Gisafin Grudot Simna Super. Ekfarkar Xara, Furfastu. Granjamiemi Vrami, Hev Viku Omlipi Arinu. Hev Skam, Pimio Helka Tüterk. Hever Zegnaek Yo Flo Kompa. Schönes Höschen. Erinnerung, mechanisierte Reisen sind nur für offizielle Geschäftsangelegenheiten vorgesehen. Oh, Hallöchen. So, hier, Druide, ich habe ein bisschen was melden für dich. Melden Sie Ihre Beschwerden. Das nicht. Sie sind einsatzbereit. Kehren Sie auf Ihren Posten zurück. Warten Sie die Untersuchung und Produktvorschläge ab. Credit Chips. Primitives Steinornament. Das brauche ich alles nicht. So. Sie sind einsatzbereit. Kehren Sie auf Ihren Posten zurück. Kein Rückwärtssalto. Da hoch. Und wo jetzt hin? Dahinter. Verzeiht mir, Jedi, doch ich habe momentan keine Zeit, Unterricht zu erteilen. Ich bin sehr beschäftigt mit den neuen Rekruten des Ordens. Wenn ihr aus einem anderen Grund hier seid, kann ich euch leider nicht helfen. Genau deshalb bin ich hier, Meister. Ich habe einen Fleischräuber getroffen, der ein Jedi werden will. Ein Fleischräuber? Ist das euer Ernst? Ich dachte, diese Kreaturen seien primitiv, grausam und blutrünstig. Kaum geeignet für ein Dasein als Jedi. Wenn wir sie ändern wollen, müssen wir irgendwo anfangen. Es widerstrebt mir, Kandidaten anzunehmen, nur um eine Veränderung zu bewirken. Doch ich höre eure Worte und möchte eure Gedanken kennen. Angenommen, die Macht ist stark in diesem Rekruten. Glaubt ihr wirklich, dass man einen so gefährlichen Schüler unterrichten kann? Schließlich haben die Jedi auch mich ausgebildet, oder nicht? In der Tat, davon habe ich gehört. Nun gut, schickt euren Rekruten zum Tempel. Gebt ihm dieses Medaillon, damit die Wachleute ihm Einlass gewähren. Wenn er eintrifft, werde ich mit dem Rat sprechen. Wir werden tun, was wir können. Ja. Haben wir das auch geklärt? Hey, was ist das denn? Ich ahne es. Boing, boing. Dahin, das heißt zum Frontlagergleiter. Okay. Erinnerung, mechanisierte Reisen sind nur für offizielle Geschäftsangelegenheiten vorgesehen.
Ach shit, ich hätte... Ach. Ey, da war noch eine Quest. Da war gerade noch eine lila eine Quest. Kümmere ich mich gleich drum. Wird die mir angezeigt? Ne, die ist irgendwo hier bei der Kurve. Okay. Die ist irgendwo dort bei der Kurve, das muss ich mir merken. Aber ich laufe hier gerade richtig, ja. Huch, was ist das denn? Ach, das ist doch schon das Feuer. Jedi, da seid ihr ja. Jedi reden, lernen Energie. Was ist im Tempel passiert? Was haben die Meister gesagt? Sagt es ihm. Jedi reden. Psst. Ich habe den Auftrag wie gewünscht ausgeführt. Hast du gehört? Du kriegst, was du wolltest. Jagdenergie, Jedi-Energie, Felsenbau, alles, was du verlangt hast. Jedi jagen Kopfding. Jedi jagen Jägerbau. Felsenbau gehen. Er will sagen, dass ihr alles jagen könnt, was ihm gehört hat. Die anderen Fleischräuber, mich. Und er geht jetzt. Jedi Preis. Jedi jagen. Ich hätte nicht gedacht, dass ihr das tun würdet. Ihr habt ihm geholfen und mich gerettet. Ich weiß, wie ich wieder zum Dorf komme. Der Weg ist nicht schwer. Ich hab ihm die Medaille aber nicht gegeben. Okay. So, jetzt renne ich dort mal zur Hauptquest zurück. Oder zur... zweiten Hauptnebenquest. Oder wie man das nennen mag. Huch, laufe ich hier richtig? Ja. Ui. Zuneigungszeichen, okay. Ah. Irgendwo hier war die doch jetzt. Ah, da unten. Meister Orges neuer Schüler, wie aufregend! Man sagt, dass ihr großartig mit einer Vipro-Klinge umgehen könnt. Ich bin Fia, Padawan Fia. An diesen Titel muss ich mich erst noch gewöhnen. Ich beschäftige mich erst seit kurzem mit der Macht und habe noch einen weiten Weg vor mir, bis ich so gut bin wie ihr. Konzentriert euch auf eure Ausbildung und alles wird gut. Man kann sich nur schwer konzentrieren, wenn man sich dauernd kneifen muss, um zu sehen, ob das auch kein Traum ist.
Ich kann immer noch nicht glauben, dass ich hier bin. Letzte Woche war ich noch auf einem Müllschiff auf Raxus Prime. Und dann ist dieser furchteinflößende Jedi aufgetaucht und hat mir gesagt, dass er die Macht in mir spürt. Wie wahrscheinlich ist das? Jedi sind normalerweise nicht für ihr erschreckendes Äußeres bekannt. Er ist ein Keldor. Sogar für einen Fremdling sieht er ziemlich gefährlich aus. Im ersten Moment dachte ich, er würde mich fressen. Kennt ihr eigentlich Meister Telin? Er ist derjenige, der mich gefunden hat. Ich versuche, ihm eine Nachricht zu überbringen. Meister Telin geht einem Rätsel in den Ruinen von Kalett auf den Grund. Irgendwelche antike Droiden, die Leute angreifen. Könntet ihr ihm diese Holo-Aufzeichnung geben, falls ihr die Ruinen besucht? Ich wäre euch wirklich dankbar. Ich mache das schon. Fantastisch! Jetzt verstehe ich, warum jeder hier von euch beeindruckt ist. Hier ist die Holo-Aufzeichnung. Meister Telin hat ein kleines Lager außerhalb der Ruinen. Ich danke euch für eure Hilfe. Also, wenn das mal nicht noch ein Date mit sich zieht. So, ich muss dahin. Dahin. Wir gehen jetzt dahin und dann fliegen wir dahin. Genau. Und dann wird schon wieder Zeit für meine 5-Minuten-Pause. Ich muss das dann erstmal beim Dings kaufen. Hey, Chatun Kulkadu. Padawan Fia lässt euch grüßen und sie schickt euch diese Holo-Aufzeichnung. Tasu Yali Koira, Doika Pakyo Topa. Chobot Yi Kafu Anchawa. Chobting Wampala Hagua, Doi Biska. Ich vergesse immer, wie manche Menschen reagieren, wenn sie meine Spezies zum ersten Mal begegnen. Ich verstehe nicht, warum sie zuerst schießen oder wenigstens... Nein, ihr scheint die Begegnung ja überlebt zu haben. Nana, Natu Pachunki. Oi, Grani Tampio Dume Donki. Chakulkadu Maji, Tahus Hagua Upa. Krispa doe kanki, kunke gupa, do bataji moa atima. Was ist mit den anderen Teilen passiert? Noi kuchusu, yo mata chi pompota. Ki mada tanta chiruli ya? Noe ayuya tia chavupa. Tinka duana che mai chuba. Pachuna. Quabo nuta dubita. Was für einen Schaden können diese Droiden verursachen? Ja, koga huta pawada bambaula. Ki fa guta yi oto india. Ist genau da, wo ich schon bin. Ji wom tahumpa mulira watawompa. Ji wom tahumpa mulira watawompa. Kyotopa bubanda bakawanki. Ne un pibeduana ni bobo chopauma. Ne un pibeduana ni bobo chopauma. Tuara wanki, wabdaya tuka loka. Kili, watabunki donko, patoga loda. Ich werde euch diese Proben in kürzester Zeit beschaffen, Meister Telin. Yiliska, chanaga bumpa komchinka. Na dann. Wonka tuske uwana wa. Zuzaneko higa da noila. Chananga e ma chai. Yunales kachananga wachikospa ini kontinka. Nein, möchte ich nicht.
Machen wir mal auf die neue. Jetzt nach Dorf Kalarama Dingsbums. Erinnerung, mechanisierte Reisen sind nur für offizielle Geschäftsangelegenheiten vorgesehen. Jedi, ihr habt meinen Sohn gefunden. Danke. Er hat mir gesagt, was ihr getan habt. Er ist in Sicherheit und ich bin froh, dass sein Entführer bei euren Meistern ist. Ich hoffe, der Hohe Rat der Jedi wird mit ihm fertig. Ich vermute, er wird ein schwieriger Schüler sein. Der Fleischräuber wird uns nie wieder etwas tun. Das genügt mir. Ihr habt mein Wort. Wenn die Ältesten von den Jedi sprechen, werde auch ich sprechen. Und auch mein Sohn. Damit danken wir euch. Vielleicht können die Jedi und euer Volk mit der Zeit Verbündete werden. Verbündete auf Tython und Verbündete gegen die Fleischräuber. Wir wünschen euch alles Gute, Jedi. Lebt wohl. So, Stufe 11. Auf jeden Fall, die werden angezogen. So. Einmal hier hin. Warten Sie die Untersuchung und Produktvorschläge verkaufen. Sie sind einsatzbereit. Kehren Sie auf Ihren Posten zurück. Okay. Ja, da muss ich mir jetzt ins Aussuchen. Pionier Sturmhieb verursacht von. Hab ich Sturmhieb hier? Sturmhieb, genau. Spaltschlag. Kraftsammeln, Pionier, Sturmhieb. Herausforderungsstelle Verbündeten. Ne, das hier. Aber ist eigentlich scheißegal. Das da. Genau. So. Dann würde ich sagen, ich mache jetzt noch mal eine kleine 5-Minuten-Pause. Und wir hören uns dann gleich wieder.